Vielen Dank für Ihre Geduld und herzlich willkommen beim 9. Lichter Filmfest Frankfurt International. Schön, dass das Filmmuseum ausverkauft ist. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Tobi Aschraf. Ich arbeite fürs Festival und habe heute aber gar nicht so viel zu sagen, weil es viel wichtigere und bessere Leute gibt. Erstmal herzlich willkommen im internationalen Wettbewerb. Den gibt es erst seit 4 Jahren und der hat immer ein Thema. Das Thema ist diesmal Grenzen. Ich freue mich, dass wir die Hessen-Premiere feiern können von Enklava von Goran Radu. Vanovic. Er ist auch hier. Begrüßen Sie ihn bitte. Das Gespräch nach dem Film wird die wunderbare Gabi Babic führen. Sie leitet das Go East Festival. Sie steht dort hinten und kommt dann gleich nochmal runter nach dem Film. Auch herzlich willkommen, Gabi. Dann habe ich noch die ruhmvolle Aufgabe, Sie auf unsere Hashtag-Kampagne hinzuweisen. Sie können auf Twitter unter dem leicht zu merkenden Hashtag LFFI16, das ist die Abkürzung für das Festival und das Jahr, in 140 Zeichen hoffentlich etwas Gutes über diesen und jeden anderen Film sagen, den wir zeigen. Nutzen Sie es, es hat sich noch nicht so ganz etabliert. Dann haben Sie alle so eine wunderbare Karte in die Hand gedrückt bekommen, der Lichter Publikumspreis Langfilm. Da können Sie abstimmen. Das Prinzip ist leicht. Es gibt Schulnoten 1 bis 5. 1 ist super. 5 ist laut Karte geht gar nicht. Natürlich werden Sie alle die 1 einreißen. Ich mache es schon mal vor und da müssten Sie noch Ihren Namen draufschreiben. So viel zum Organisatorischen. Das ist nicht nur die Hessen-Premiere des Films, sondern auch der Auftakt einer wunderbaren Reihe von Filmfeinden und Fluchten der Evangelischen Akademie Frankfurt zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Und jetzt gebe ich das Wort ab an den Initiator Christian Kaufmann, der Sie auch nochmal begrüßen wird. Von meiner Seite her gutes Kinovergnügen und gute Projektion und herzlich willkommen, Christian Kaufmann. Ja, vielen Dank, Herr Aschram. Guten Abend, liebe Gäste. Christian Kaufmann von der Evangelischen Akademie Frankfurt. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem spannenden Filmabend. Es wurde gerade schon gesagt, wir befinden uns hier im Lichter Filmfestival, aber es ist eben auch der Auftakt zu einer Filmreihe mit einem abschließenden Podium von Filmen, Feinden und Fluchten. Und heute eben der Beginn mit dem Film Enklava. Ein Veranstaltungstitel, der seinen Inhalt deutlich vor sich herträgt, könnte man sagen. Beleuchtet werden soll das Phänomen globaler Migrationsbewegungen und die Frage von Fluchtursachen auf der einen und das Ankommen auf der anderen Seite. Und in diesem Ankommen eben die Frage, wie ein gelingendes Zusammenleben in der neuen Heimat aussehen kann. Das Ganze an drei Filmabenden, außer heute noch am Dienstag, den 5. April, sowie am 19. April, ebenfalls hier im Filmmuseum und dann bei einem abschließenden Podium im Haus am Dom. Das ist am 27. April. Das Thema, um das es auch heute Abend gehen wird, ein Thema, das gegenwärtig alle gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen beschäftigt und die Debatten bestimmt. Ein Thema aber auch, das längst auch die künstlerischen Disziplinen erreicht hat, die bildende Kunst, das Theater oder eben den Film. Vor einigen Wochen etwa gab es hier in Frankfurt im Schauspiel ein Festival mit dem Titel Fluchtpunkt Frankfurt. Das sind dann jeweils Kulturereignisse, bei denen deutlich wird, dass die Kultur und ihre Macher mittendrin sind in den gesellschaftlichen und in den politischen Fragen der Zeit. Kulturereignisse aber auch, die vor Augen führen, dass es vielleicht auf einer Metaebene eben auch um eine kulturelle Auseinandersetzung bei diesem Thema geht oder besser gesagt um eine Auseinandersetzung der Kulturen, die anhand des Themas ausgetragen wird. Uns hat bei dieser Filmreihe natürlich zunächst einmal der künstlerische Blick auf dieses Thema interessiert. Wie gehen Filmemacher mit der Thematik um? Welche neuen Perspektiven bringen sie vielleicht in die Debatte, in den Diskurs ein? Ich denke, wir werden im Anschluss an den Film noch darüber sprechen. Was für mich diese Filme aber auf jeden Fall leisten können, ist, uns mit Schicksalen zu konfrontieren, das Thema Flucht aus der Anonymität der Nachrichten herauszuheben,
dem Thema sozusagen einen Körper und ein Gesicht zu verleihen. Wenn ich sage, dass uns diese Frage interessiert hat, dann meine ich eben nicht nur die Akademie, sondern vor allen Dingen auch die Kooperationspartnerin Heinrich-Böll-Stiftung, heute vertreten gleich in mehreren Personen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Margret Kranich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen der Vorbereitung. Ganz herzlichen Dank auch an das Filmmuseum, an Natascha Gikas, die Programmleiterin. Schön, dass wir wieder bei euch sein können. Der heutige Abend, es wurde schon gesagt, der heutige Film ist Teil des Lichter Filmfestivals. Er ist aktiv vom Festival vorgeschlagen worden und auch für diese Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herzlich beim Festival bedanken. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und wir freuen uns sehr, dass der Regisseur heute hier neben mir steht, anwesend ist. Ich begrüße nochmal ganz herzlich Goran Radovanovic. Welcome to Frankfurt. Ja, auch das wurde bereits hingewiesen, das anschließende Filmgespräch führt Gabi Babic, Leiterin des Go East Filmfestivals. Liebe Gabi, ganz herzlichen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Jetzt darf ich auch noch ganz offiziell begrüßen Frau Alexandra Dodevic, Generalkonsulin der Republik Serbien in Frankfurt. Schön, dass Sie heute Abend unter uns sind. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir mit dem Film und das anschließende Gespräch gibt es dann danach. I would like to introduce Niko Hein, a German producer, the major producer. It is a German-Serbian co-production. And I'm really grateful for him, you know, that we took a risk to tell one story without stereotypes, seen from the Serbian angle. So I think we will have a possibility to talk later. Thanks for coming. I'm really happy to be in the beautiful cinema theater. And when you hear noch Heinrich Böll Stiftung, when you hear Film Museum, it sounds very well. So I'm happy that my film is running tonight in this lovely audience. Thank you so much. Die erste Frage, the first question we have to answer, die erste Frage, die wir beantworten müssen, is there anybody who needs English translation? No. So wir können das Gespräch auf Deutsch führen, was bedeutet, dass ich konsekutiv übersetze, so gut ich das kann. Ich bin keine professionelle Übersetzerin, aber ich kann aus dem Serbo-Kroatisch-Bosnischen oder Serbischen ins Deutsche übersetzen, konsekutiv. Goran Radovanovic spricht und versteht vor allem sehr gut Deutsch. Insofern wird er uns verstehen, aber er wird dann auf Serbisch antworten. Und Niko, du sprichst auch und verstehst Deutsch. Das macht es vielleicht einfacher und dann auch angenehmer für die unter Ihnen, die Muttersprachler Serbisch sind. Einverstanden? Gut. Goran, vi ste već rekli, film je katatičan i da će biti mnogo plača i da je to obično reakcija koju osjećate u kinosali. Goran hat vorhin schon gemeint, oben als wir saßen, dass der Film katatische Wirkung hat und dass es viel auch, dass viel geweint wird im Kino. Deswegen vielleicht braucht es jetzt auch erstmal einen Moment, bis hier die ersten Fragen aus dem Publikum kommen. Sigurno će trajati nekoliko momenata dok prva pitanja dođe iz publike, so dass ich eine sozusagen pragmatische Einstiegsfrage vorbereitet habe. Tako da sam ja pripremila kao pragmatično pitanje za početak. Ich weiß nicht, inwieweit allen sozusagen der historische Kontext des Films und die Handlungszeit, die Zeit, in der der Film die Handlung spielt, so klar ist. Und würde Goran bitten, uns da vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, in welcher Zeit der spielt. U welchem Kontext, sozusagen rein historisch erstmal. Voljela, to ste razumjeli, tako da će samo prevoditi. Razumio sam, ali pitanje onako malo je više, kako se to kaže, sociološko. Pa film se događa 2004. godine.
Also ich verstehe die Frage, sie ist eher ein bisschen soziologisch. Der Film spielt 2004. Mesec dana posle velikog pogroma. Einen Monat nach dem großen Pogrom. Od strane, moram reći, albanske zajednice. Von der Seite, ich muss es sagen, der albanischen Seite. Nad nevinim srpskim stanovništvom. An unschuldiger serbischer Bevölkerung. Ja. Kada je par hiljada kuća bilo spaljeno. Als ein paar tausend Häuser angezündet wurden. Par stotina crkava srušeno ili spaljeno. Ein paar Kirchen zerstört und niedergebrannt wurden. I to je bio poraz praktično i međunarodne zajednice i bilo kakve ideje o multikulturalnosti života na Kosovu. Und das war eine Niederlage der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf irgendeine Form von interkulturellen oder Zusammenleben auf dem Kosovo. Među etničko, šta se rekli? Da, da. Okay. Ich glaube, ich habe es inhaltlich richtig übersetzt. Zato je meni bilo važno da situiram film tu i da kažemo da sve zavisi od nas samih. Znači, ne treba mi da tražimo pomoć od Nemačke, od Amerike, nego da pogledamo naša srca i srpska i albanska i da se suočimo i da vidimo da li možemo da živimo zajedno. Und die Frage war eher, die ich gestellt habe, oder die Behauptung ist, dass warum ich dieses Setting gewählt habe, dass alles letztlich von uns selbst abhängt, das heißt von uns Serben und Albanern, und dass wir in unsere Herzen schauen müssen, um sozusagen die Probleme oder die Konfliktlage zu lösen. Dobro, imam još drugo pitanje, pa ćemo otvoriti za publiku, može? Slažete se? Ja, ich habe noch eine zweite Frage, bevor wir dann ins Auditorium öffnen. Und Sie können auch schon mir Handzeichen geben, dann sehe ich das. Wir kennen von Go East den letztjährigen Gewinnerfilm Niemandskind, und der Hauptdarsteller, der den albanischen Jungen spielt, heißt Denis Mujic, und der war auch in dem Film von Vukur Šumović Niemandskind eben zu sehen, letztes Jahr bei Go East. Und mich interessiert sehr, wie Sie die Kinderdarsteller, die Jugendlichen gefunden haben, oder Kinder. Vrlo jednostavno, otišao sam sa svojim asistentom režije, posjetio sve osnovne škole po enklavama. Otprilike preko 1000 dece smo imali intervju i našli njega u Zvečanu. Okay. Ganz einfach, ich bin mit meinem Assistenten casting mäßig ins Kosovo gefahren, in die Enklaven, und haben an den Schulen Castings durchgeführt. Kokos te videli djece hiljadu? Über 1000 Kinder haben wir uns angeschaut und Interviews geführt. Also 2.000 bis 3.000 haben wir gesehen, aber mit 1000 haben wir ungefähr auch gesprochen. Meni je važno iz moralnih razloga da deca koja su glumila u filmu budu sa Kosova. Iz moralnih razloga, rekst. Mir war es aus moralischen Gründen wichtig, dass die Kinder, die in dem Film spielen, auch aus dem Kosovo sind oder von dort kommen. Nico, willst du von Produktionsseite noch mal was zu dem Ungewöhnlichen sagen, dass es ja eigentlich auch ein deutscher Film ist? Genau, das war Anfang war es als paritäre Koproduktion zwischen, also ich habe mit Goran schon einen kenne Goran von einem Film vorher, von seinem ersten Spielfilmdebüt, Die Ambulanz hieß das. Und da sind wir sehr später als Co-Produzent eingestiegen. Und deswegen war es logisch, dass wir natürlich dieses Buch kannte ich dann von Anfang an. Und dann war es interessant, weil das Buch überzeugte und es verschob sich auch ein bisschen die Dimension. Aus 50-50 wurde irgendwann immer mehr deutsch, europäisch und der Gelder, ja. Und dann ist das natürlich schwierig, weil man muss die Gelder ja auch in den jeweiligen Ländern ausgeben, sodass tatsächlich dann Trucks mit Technik und ganz viele Heads auf Departments dann irgendwann nach Serbien fuhren, obwohl wir eigentlich Kosovo erzählen. Und das war auch eine lustige Anekdote, weil einfachheitshalber, wenn man in Serbien dreht, immer natürlich serbische Kinder, aber jenseits der Moralischen war es auch einfach vom Acting her. Und Goran hat eigentlich diesen Denis Mujic entdeckt, der dann später sozusagen im Dings auftaucht. Also die Credits fürs Entdecken gehören nicht Vukur Šumović, sondern Goran. Da, ali ja nisam ponosan zbog toga. Dete, on, ja inače ne volim decu glumce, jer stavite im, znate, veliko opterećenje.
Ich bin eigentlich nicht besonders stolz darauf, also auf die Entdeckung dieses jungen Schauspielers. Kinder sind Kinder und das... Sve da bude kao igra, ali znate, ne, deca neka koje su glumili u filmu nisu videla hotelsku sobu nikada, znate, to je veliko iskušenje. Und es war schon eine Herausforderung, weil die Kinder, teilweise die gespielt haben, haben in dem Film, die haben zum Beispiel noch nie ein Hotelzimmer gesehen, solche einfachen Dinge. Sa decom je, znate, ovaj Denis Murić očigledno ima veliki dar, ima veliki glumački dar. Also Denis Murić hat bestimmt, also sieht man ein großes schauspielerisches Talent. Ali to ništa ne znači, za 2-3 godine možda neće imati kad poraste. Aber das heißt erstmal nichts, weil für in 2-3 Jahren hat er dieses Talent vielleicht auch schon nicht mehr insofern. U ex-jugoslovenskom filmu ima puno primjera ovaj dece koja Sonja Savić, koja je narkomanka, nažalost, žena umrla. Nije se dobro ni proveo ni ovaj naš Ličanin, kako se zove, Slavko Štimac. Also es gibt im jugoslawischen Kino einige Beispiele von sozusagen unglücklichen Kinderschauspielerinnen und Schauspielerschicksalen. Sonja Savić, rekli ste zadnji. Slavko Štimac. Slavko Štimac, waren jetzt zwei Beispiele von Menschen, die auch mit Drogen Probleme hatten. Nije lako deci glums, raditi s deci glumsima. Also es ist einfach nicht einfach, mit Kinderschauspielern zu arbeiten und ich glaube, vielleicht haben wir jetzt auch... Wurde meine Frage beantwortet und Gordon, Sie haben vielleicht auch Lust, andere Themen anzusteigen oder andere Fragen zu beantworten. Bitte, ich fordere Sie auf, aktiv mitzumachen an dem Gespräch und Ihre Eindrücke zu teilen, Ihre Fragen zu stellen, vielleicht auch Kritik, was auch immer. Ja, hier vorne, genau, und dann da hinten und die drei Fragen hintereinander. Okay. Haben wir einen Moment, haben wir ein Saalmikro? Soll ich meins? Ja, ich habe eins. Okay, warten Sie einen Moment, dann hören Sie auch die Menschen im hinteren Teil des Kinos. Wenn Sie auf Deutsch können, ist es besser, dann haben wir keine dritte Sprache, das bringt uns durcheinander. Hier, guck mal, Mimi, hier vorne der Herr mit Hemd. Ja, ich wollte nur fragen, also die Kinder, die waren alle eigentlich Kosovo-Serben, oder nicht? Oder gab Denis, es, Denis Murić eigentlich ist kein Serber. Denis Murić ist ein Muslim, also ein Muslim Boy, ja. So I couldn't find the Albanian boy because I had the limitation, you know. I'm a Serbian director and I didn't have access to Albanian community, you know, although I wanted, you know. But we have Albanian actor. The grandfather is an Albanian actor. Can you say his name? Qunlaiqi, big actor, great actor. Okay. What is your question? It just seemed, I'm sorry to be critical, I thought your film that won last year was much better, much stronger film. It seemed very one-sided and the Albanians or the Kosovar Albanians were very stereotyped. In which sense? I mean, they came out as the bad guys. You had American flags waving there. There are so many and American flags on Kosovo and the German flags, you cannot imagine. I was really so modest with this. So modest. In each hotel, there are American, British, and the German flag. And what is the problem with this? What is the problem with the American flag? I'm not blaming American foreign policy. I'm just filming the relation. The reality on Kosovo, they are the winners. It is a reality, but there was also a background to what happened in Kosovo. And you know what happened in Kosovo personally? I've been there a couple of times. Yes, I have been there a couple of times. And the Kosovar Albanians were not treated too well either. But did you visit Serbian enclaves in Kosovo? Yes, I was in Mitrovica. Mitrovica is not enclave, it's a free city, big city. It's not completely Kosovo, in the back of backing of the Serbian state, so it has nothing to do with the enclave. I'm talking about Goraždevac, I'm talking about Osojane, I'm talking about small places like in Metohija, in Štrpce. But you know, I don't like to go in this dispute, you know, I just want to tell you why the Albanians are in my film, what's your opinion? Why it's a stereotype? Why?
Tell me one aesthetic reason, you know. Don't talk me about the politics, you know, talk about my film. You have the people yelling for mosques, you have people shooting in the air, they're wearing the Serbs are shooting in there when they have a wedding party. Yeah. What is the problem with this? Okay, well, anyway, that's my opinion. Maybe we can state Thank you for your opinion. Sorry. Okay, I'm not judging about this. Please, next question. Yeah. Okay, ganz kurz, bevor die nächste Frage kommt, nochmal, Gordane, sag mal, weil ich die Moderatorin bin, möchte ich doch nochmal ganz kurz ein Intermezzo. Wir stellen fest, wir haben hier zwei wirklich entgegengesetzte Meinungen zum Film, also very so different. About the film. It's just a political statement. No, we can acknowledge his opinion and your opinion. Film so aesthetic, and you know, yes. It's just you know stereotype. You know, it has nothing to do with my film. You know, it's okay. Just what just because of types like you, I made a film. I want to make a film against all the stereotypes on the Balkans. They're not good and bad guys. They're only good and bad people, you know. Okay, so we take the next question of the gentleman in the black. Ja, erstmal vielen Dank. Mich hat der Film sehr beeindruckt, weil Kinder das letztendlich geregelt haben und ihren eigenen Weg gefunden haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Was mich interessiert, wir haben 2013 haben wir ein Projekt in Petsch, PEA gemacht, ein Fußballturnier auch mit Jugendlichen. Und meine Frage ist, und das, die Frage haben wir uns damals auch gestellt, wir haben es 2013 gemacht, das Projekt, welche Wirkung hat so ein Fußballturnier, was wir gemacht haben? Wo war das? Ich habe es akustisch in Petsch, PEA. Genau. Und die Frage eben, die mich für den Film jetzt interessiert, können Sie schon feststellen, dass auch den serbisch-albanischen Dialog da irgendwas schon passiert ist durch den Film? Oni su organizovali, to se razumjeli, futbalski meč 2013. Albansko-srpski, war es ein albanisch-serbisches Fußballturnier? Genau, wir haben das mit Kosovo-Albanern und Serben und Deutschen und Schweizern zusammen gemacht, in Petsch, wie gesagt, dieses Turnier. Und da haben wir uns eben auch die Frage gestellt, welche Wirkung hat es auch langfristig und eben die Frage jetzt in Bezug auf den Film ist, ob Sie schon irgendwelche Wirkungen im albanisch-serbischen Dialog feststellen konnten. Ich weiß nicht, ich bin kein Politiker, ich bin Künstler. Ich wollte etwas machen, was ich Katharse nenne. Katharse na niveau archetypo detinstva. Auf dem Niveau des Archetypen Kindheit. De sve moguće. Wo alles möglich ist. De ljubav moguće, de moguće druženje. To je sve, sve. Ja ne znam šta wo, se događa. Wo Liebe und auch Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft möglich ist. Und ich weiß sonst nicht, was passiert oder was geschieht. Beantwortet, wir hatten dann eine dritte Frage, das war da oben irgendwo. Im Hinter hat sich erledigt. Okay. Frau Georgievich hat eine Frage und dann die Dame, die hier steht. Mimi hier auf der. Ja. Genau. Okay. Guten Abend. Mein Name ist Jovanovic. Ich bin Serbin. Und meine Frage ist: Soll ich Deutsch reden oder Serbisch? Deutsch, wie? Auch klar. Deutsch. Deutsch, okay. Ich wollte mich erstmal bedanken bei Reditär, also bei unserer Künstler, dass das so eine wunderbare Film gemacht hat. Unabhängig von den Schwierigkeiten, die Leute dort haben, Schwierigkeiten in meiner Enklave zu leben. Ich habe aus diesem Film so verstanden, dass der riesengroße Hoffnung im Kinder liegt. Hoffnung auf ein normales Leben, auf ein friedliches Leben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und der Film hat mich tief, tief gerührt. Danke. Yes, I cannot answer this. This was not the question. It's just the statements. But. Which is in English, come on, Dani. Yeah, but it was my motive that I made a film
за будуќи генерација. Това е мој мотив за филм за да направам филм за будуќи моја генерација е се упропастила. Бидејќи мојата генерација е сè уништила. Ја мислам наследници тие прошли генерации и така даде. Не желим да говориме о историској кривици Милошевиќев режима или режима фашистичког велике Албанија и другом светскот рат. Ich will nicht über historische Schuld reden, zum Beispiel des Milošević-Regimes oder des faschistischen albanischen Regimes des Zweiten Weltkriegs. O mogućnosti, i to je lako, lako je, samo treba čovjek da se da pronađe u sebi ono zrno dobrote koje ima u detinjstvu i da krene tim putem ljubavi i razumevanja, al' tako? Also ich, mein Ziel ist es vor allem von der Zukunft zu sprechen und von der Möglichkeit des sozusagen aufkeimenden Guten und der Liebe durch oder im Symbol der Kindheit oder in der Kindheit. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade, habe ich was vergessen? Wenn da ja noch Frau Georgievich war erst dran und dann der Herr hin. Ja. Ja, also guten Abend allen Anwesenden. Ich darf Sie im Namen meines Landes begrüßen, das heißt also Serbien. Ich bin sehr froh und wir alle hier Anwesenden, dass wir diesen hervorragenden Film sehen konnten. Ich als Vertreterin Serbiens habe keine politische Botschaft aus diesem Film entnehmen können, sondern eine tief berührende, eigentlich Inhalt, einen Inhalt des Filmes, der uns nur menschlich berühren kann und hat vor allem also diese Enklave, dieses Leben voneinander getrennt und doch zusammen und die Kinder, ihre Schicksale. Ich könnte mich nicht den vorigen, das heißt dem ersten Redner anschließen, dass es gegen die eine oder andere Nation gerichtet ist. Es ist einfach ein Versuch, es ist eigentlich eine Realität gezeigt worden, von der wir auch Serben, die im Innenland leben, auch nicht viel wissen. Und nach so einem Film tief berührt sind. Es ist aber auch, und das ist eigentlich die Pointe dieses Films, diese Abschlussszene auf der Tafel geschrieben, mein bester Freund. Und wer ist sein bester Freund? Er denkt als Kind, das überhaupt keinen einzigen Freund dort hatte, um zu spielen, am Ende doch auch getroffen von einem albanischen Kind. Er schreibt über ihn und das ist eigentlich der Finger, der in die Zukunft zeigt. Und auch unsere gesamte Politik von beiden Seiten, trotz vieler Unverständnisse, die es noch immer gibt, natürlich eben aus dieser Geschichte, die hätte auch tragisch enden können, denn der eine Junge hatte den Vater verloren. Man sagt, ein Serbe hätte ihn umgebracht, wohl möglich. Und dann kommt es dazu, dass ein Junge einen anderen Jungen auch hätte umbringen können. Aber das Kind in seiner reinen Seele eigentlich kann so etwas doch nicht in seinem Gewissen rechtfertigen. Und er ist zur gleichen Zeit sein Retter. Und ich glaube, es ist auch, wenn man das aktuell betrachtet, in Bezug auf die Flüchtlinge, die jetzt aus ganzer Welt nach Europa kommen, aus noch viel schlimmeren Gegenden als diese jetzt auf Kosovo, ein Versuch zu zeigen, wie eine Integration auch gelingen kann, und dass es für Sie auch Zukunft gibt. Ich gratuliere Ihnen aus ganzem Herzen für diesen ausgezeichneten Film und der verdient auch die Note 1. Danke vielmals.
wollte mich auch herzlich bedanken. Ich fand es einen sehr bewegenden Abend, einen sehr emotionalen, starken Film. Ich habe eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass Sie sind ja auch hier, man sieht, dass Deutsche mitproduziert haben, dass es auch viel Filmförderung aus Deutschland gab. Und mich würde interessieren, wer den Film wird sehen können. Also sozusagen, wer die Zielgruppe ist, ist es ein Film, der in Deutschland vor allen Dingen gezeigt werden wird? Wird er in Serbien laufen oder läuft er schon dort? Wird er in Kosovo laufen oder läuft er schon dort? Können Sie dazu was sagen? Ja, sehr gern. Also das ist erstmals als europäische Produktion angelegt gewesen. Natürlich spielt es da. Aber es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, sozusagen die Festivalauswertung zu kommen, die letztes Jahr in Moskau begann. Und der Film kommt jetzt in Cannes auf den Markt, in den Weltvertrieb und wird am 15.09. dieses Jahres auch in Deutschland starten. Und in den Kinos, ja. Also in den Kinos, die solche Art von Filmen auch spielen. Stimmt. Nee, in den deutschen Kinos. Also und er war, also ich, jetzt, weil wir jetzt auch wieder sozusagen so eine ein bisschen eine auch eine Balkan-Diskussion hatten. Ich bin ja sozusagen als Hauptproduzent mit sozusagen großteilig an der Produktion beteiligt und für mich gab es natürlich Gründe, warum ich diesen Stoff machen wollte. Und die hatten nicht damit zu tun, sondern es war genau das, was die Vorrednerin da gerade gesagt hat. Sondern ich hatte selbst ein Erlebnis mal in Sarajevo, war ich im Fußballstadion, Freundschaftsspiel Kroatien-Bosnien und irgendwann gab es eine Eskalation bei einem Freundschaftsspiel und fünfjährige, sechsjährige Kinder sprangen hoch und schrien irgendwie. Und das war für mich völlig befremdlich und die Frage, und dann irgendwann kam das Skript von Goran. Aber um das wieder abzukürzen, also er wird in Deutschland starten. Inwieweit er dann auch in Österreich, in der Schweiz startet, wird kommen. Aber, in Serbien war er schon im Kino letztes Jahr, April, mit 20.000 Zuschauern, für Serbien ganz okay. Aber noch nicht im Kosovo. Das war keine wertende, da kam jetzt Kommentar, es war keine wertende Aussage für Serbien 20.000, das ist wirklich eine gute Kinozahl. Das sind ja, glaube ich, nur wie viele Einwohner? 4 Millionen? Also das ist 7, genau, das ist hochgezahlt, also mal 10. Das wären 200.000 Zuschauer in Deutschland. Das können wir jetzt in Deutschland nicht unbedingt erwarten. Aber das wird jetzt, der Film hat auch ein bisschen wegen dem Zielpublikum, also sehr interessant war, dass es ein bisschen gedauert hat, den aus dem Balkan zu kriegen und wir haben bei Jugendfilmen, in Jugendfilmfestivals haben wir interessanterweise sehr viel Preise und so errungen und ich glaube, das ist auch, da kommt dann jetzt eigentlich auch das Buch wieder zurück zum Publikum, so kommt es mir mittlerweile vor, weil Jugendliche reagieren auf den Film nochmal ganz anders als zum Beispiel eben Erwachsene, die sehen eben diese ganze Aufladung oder Fragen nicht. Und ich denke, das wird ein Kernpunkt sein, den auch in die Schulkinowochen zu kriegen, aber natürlich auch eben darüber ein breiteres Publikum in dem Maße anzusprechen. Da war jetzt die Frage aus der Mitte, dann die nächste. Ja, also auch mich hat dieser Film sehr berührt, vielen Dank. Ich nehme vor allem das Bild mit, wo der albanische Junge auf diese Glocke schießt. Und ich habe mich gefragt, ob das für Sie ein Bild ist, wie Gewalt insgesamt zu verstehen ist. Als etwas, was nicht einfach böse ist, sondern was erwächst aus ein Knäuel von verschiedenen Gründen und eher etwas Tragisches hat. Das tragisch auch, dass der albanische Junge ja selber getroffen wird und dass der serbische Junge dadurch fast zu Tode kommt, ohne dass irgendjemand das gewollt hat. Die Antwort ist, alles ist tragisch. Dečko Albanas je tragičan lik, izgubio oca, rastao bez oca. Der albanische Junge ist eine tragische Figur, weil er ohne Vater geblieben ist. Srbin mali ima oca, ali kao da ga nema, tako? Pardon, šta ste rekli? Šta sam rekao? Zadnju rečenicu. Aha, Srbin ima oca, ali kao da ga nema. Der serbische Junge hat einen Vater, aber als ob er ihn nicht hat. Ja. Ich habe Deutsch studiert, also ich eigentlich habe können wir das auch. 30 Jahre vorher Grundstufe 1 und Grundstufe 2 gemacht in Murnau am Staffelsee. Also mein Deutsch ist sehr, sehr begrenzt. Also
I mean, your question is really very good, you know, because it's I speak also Russian and Spanish, but you know. Let's go back to Serbia. Znači, situacija jeste tragična. Oba dečaka su tragična. Die Situation ist tragisch. Beide Jungen sind tragische Figuren. Ta scena za mene, koja je očigledno scena nekog pika, nekog vrha u filmu, dramatičnog vrha u filmu, pokazuje besmislenost mržnje. Und diese Szene, die für mich auch eine Klimax ist oder ein Höhepunkt im Film, zeigt die Sinnlosigkeit von Gewalt. Jer mržnje je zatvor, mržnje je zlo, a ljubav je sloboda. Entschuldigung, nicht Gewalt, sondern Hass. Da ponovim, to je uvek teško kod mene. Mržnje je zatvor, gefängnis. Also, Hass ist also ein Gefängnis. Mržnje je zlo, mržnje je kraj. Hass ist das Böse und Hass ist auch das Ende und Liebe ist Freiheit. Eto, to je značenje, moguće značenje te scene. Und das ist die Bedeutung oder die mögliche Bedeutung dieser Szene. Ja ne krijem, ja sam hrišćanin. Ja ne krijem. Ich verstecke nicht, ich bin Christ. Poreklo, podsvesno. Das ist mein christliches unbewusstes. Ja smatram da je pokajanje osnov komunikacije. Und ich denke, dass pokajanje, pokajanje auf Deutsch ist, redemption or Vergebung. Vergebung. Ide to osnov komunikacije i osnov ljubavi, je li tako? Dass Vergebung die Grundlage von Kommunikation und von Liebe ist. Da je to, u tom smislu treba i čitati ovaj film, kao što je, jer ne želim da budem pametniji od svog filma, kao što je Jona, koji se govori u filmu, on je starozavetni simbol Hrista. Und genau wie Jonas, in dem auch vorkommt und ein alttestamentarische Figur ist. Koga je progutao kit, pa ga izbacio i to je reč o vaskrsenju. Tako je naš mali bio u zvonu, pa je vaskrsao. Also das ist ein Symbol für eben den Prozess, dass Jonas von dem Wal verschluckt wurde und dann wieder ausgespuckt. Also ein Wiederauferstehungssymbol, genauso wie der Junge in der Glocke verschwunden ist und dort auch wieder herausgekommen ist. Aber wer es sieht, der sieht es. Ein Mensch muss nicht christlich geschult sein oder einen christlich geschulten Blick auch haben, um diesen Film zu verstehen. Es gab noch eine Frage da hinten. Genau. Ja, guten Abend. Gut. Guten Abend. Also ich habe überhaupt keinen Hintergrund sozusagen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe zwar Freunde, die sozusagen aus Serbien auch stammen. Für mich war der Film auch sehr bewegend, unabhängig von der politischen Situation, sondern wie Kinder im Spiel etwas entwickeln. Und meine Frage richtet sich an die Kommunikation dieser Jungs untereinander. Diese indirekte Kommunikation, dass sozusagen ein Kind, was anwesend ist, mit jemandem spricht, aber über Dritte sozusagen. Also wie diese Idee entstanden ist, dass diese zwei Jungs, die immer gespielt haben, dann die Übermittler der Botschaft zwischen diesen zwei Jungs waren und dass die eigentliche Kommunikation zwischen beiden erst an der Glocke stattgefunden hat. Also was die Idee dahinter war, ob das wirklich so stattfindet, dass keine direkte Kommunikation zwischen den Personen in der Enklave und außerhalb passiert, dass es immer Übermittler von Botschaften gibt. War das dafür ein Sinnbild oder wie wurde das gewählt? O tome je pisao Peter Handke i Lothar Struck, baš o tome. Also darüber haben Peter Handke und Struck, Lothar Struck, Lothar Struck auch geschrieben. Koji je veliki poznavalac Handke ovog rada na filmu, je li tako? Der ein großer Kenner von Handkes filmischer Arbeit ist. I u ovom filmu jeste, to je, dobro ste uočili, nema nikad direktne komunikacije. Ja, das stimmt, in diesem Film, das haben Sie gut bemerkt, gibt es keine direkte Kommunikation. Otac i sveštenik komuniciraju preko deteta. Also der Vater und der Geistliche, die kommunizieren über das Kind. Nema direkte komunikacije. Gibt keine direkte Kommunikation. Zašto? Zato što vlada strah. Warum? Weil eben Angst herrscht. A strah je odsustvo ljubavi. Und Angst ist die Abwesenheit von Liebe. Zato naš film se završava sa porukom ljubavi.
darum endet auch unser Film mit der Botschaft der Liebe. Billoy, es war hier noch eine Frage irgendwo. Da, genau. Brauchen Sie mir? Ich fand den Film auch ganz toll, auch visuell und von der Erzählung her, von kleinen Mitteln, zum Beispiel die zu große Hose, fand ich, war ein ganz starkes Ausdrucksmittel. Und ich habe gerade gedacht, die Katharsis steht ja nicht ganz am Ende, es kommt ja noch was danach. Er geht nach Belgrad und er trägt dieses gestreifte T-Shirt, wie ein Häftling, habe ich. Das war meine Assoziation. Und ich dachte, jetzt geht er nach Belgrad und obwohl in der Enklave immer Angst herrschte und überall Bedrohung war, hat er auf eine gewisse Art viel freier gewirkt, weil er laufen konnte, weil die Landschaft weit war. Jetzt ist er in der Stadt und ist der Fremde. Und was Ihre Gedanken noch dazu waren und ob der ein Häftling am Ende wieder ist. Ja, Sie haben recht, die größte Enklave ist in Belgrad. Das ganze Schulgelände ist gefilmt wie ein Gefängnis. Und Sie haben recht, Sie sind auch die Ersten und kein Kritiker hat es bemerkt, das ist kein Marinehemd, das ist ein Gefängnisinsassenhemd. Ali to su neke stvari koje me raduju, gde umetnost je zato kad je dobra, ona je otvorena i za svakog ima mesta da je tumači. Und das sind Dinge, die mich freuen und die Kunst ist offen und es gibt da Platz für alle, die sie auch interpretieren können. Ideja upravo ovog filma je da enklave su svugde oko nas. Und die Idee dieses Films ist auch, dass Enklaven überall um uns herum sind. Da mi nećemo biti srećni ako pripadamo svom nacionalnom korpusu. Dass wir nicht glücklich werden, wenn wir unserem nationalen Korpus zuhören. Nego ako pripadamo svom individualnom biću, biću ljubavi i biću potencije. Sondern wenn wir in unserem individuellen Selbst quasi gehören, biću potenciju, to sam znam. Šta ste me prekinuli, dobro, ali biću ljubavi dovoljno. Mi se međusobno prekidamo, izvinjavam se. Ich habe gerade den letzten Teil nicht wirklich gehört und kann ihn jetzt nicht übersetzen und er hat ihn in der Zwischenzeit vergessen, es tut mir leid. Sehr gute Frage, aber nochmal. Gut, ich sehe noch zwei Fragen hier vorne, die Dame und dann da hinten. Und wollen wir es dann dabei belassen oder ist die Stimmung so, dass wir noch eine Weile weiter diskutieren? Natascha, was sagt das Kino und die? Gut, die Dame hier vorne, hatten Sie eine Frage oder war keine? Dann okay. Da hinten. Ja, ja. Ja, also ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Ich fand, es war ein hervorragender Film. Und meine Frage bezieht sich eigentlich auf die Entstehungsgeschichte oder die Entwicklungszeit des Films. Also sind Ihnen irgendwelche Probleme aufgetreten während der Aufnahmen? Weil wir haben ja gesehen, im Film kam es zu vielen Konflikten zwischen den zwei Nationen, zwischen den Serben und den Albanern. Haben Sie das auch selbst erlebt dort? Also gab es da Spannungen auf dem Gebiet, während Sie das, den Film aufgenommen haben? Oder also wie war das genau? Der Film also, ist eine Illusion. Es hat nichts zu tun mit der Realität. Film ist Illusion. Wir nismo snimali na Kosovo. Wir smo snimali Film in zentralnoj Srbiji. Der Film ist eine Illusion. Wir haben den Film nicht auf dem Kosovo gedreht. Wir haben in Zentralserbien gedreht. Ja, mislim da je moj producent bio srećan, jer on bi morao da plati puno osiguranje da bi snimao na Kosovo. Ich glaube, mein Produzent ist glücklich oder kann sich glücklich schätzen, weil er hätte sonst sehr viel Versicherungen für das Kosovo, fürs Drehen dort bezahlen müssen. Er hätte auch keine Drehgenehmigung bekommen. Wir hätten keine Drehgenehmigung bekommen, weil es eben ein Kriegsfilm ist. It's a dream, it's illusion, you know. Don't take it so seriously, you know.
That's why we love the film, because it's a dream, you know. You can say everything you want. You can develop your mind and your dreams and emotions, you know. Yeah. Yes, please. Vielleicht habe ich ein bisschen Probleme mit Serbisch, Deutsch und so weiter. Also ich habe den Film in Belgrad gesehen, letztes Jahr um die gleiche Zeit, bei der Premiere. Und da wollte ich nur dazu sagen, weil die Meinung ist verschieden, es wird zu politisch. Ich habe mit den Leuten, mit denen ich dort war, und also es waren junge Leute, es waren Teenager, es waren auch also junge Leute, die haben alle nur diese Liebe oder zwischen den Kindern, was es möglich ist, gesehen. Also keiner hat das jetzt irgendwie das politisch gesehen, diesen Film, sondern einfach diese, es waren Tränen, aber wo waren die Tränen? Da waren sehr viele Tränen sind vergossen worden, wie heute Abend auch, aber das waren einfach nicht diese, keine Feindschaft zwischen Serben und Albaner jetzt, debattiert, sondern einfach das Leben dieser Kinder, was die Kinder für Möglichkeiten haben, um die Liebe, die zum Schluss gesiegt hat, sagen wir mal so, die Freundschaft. Also das würde das, der ganze Film würde so, also eine dicke Freundschaft, die zwischen zwei, sagen wir mal, verfeindete Nationen auch während des Krieges entstehen kann. Das war Ihr, also Interpretation und Kommentar, ist jetzt keine Frage, ne? Nee, es ist keine Frage. Dann wollte ich noch mal zum Publikum sagen, dass es einfach inmitten in Belgrad, in Serbien auch nicht das politisiert würde, der Film, was hier heute Abend halt stattfindet. Das wird nicht jetzt. Und auch nicht als Frage nochmal und auch nicht die Kritik eigentlich auch an serbischer Gegenwart in Belgrad und der Behandlung von Flüchtlingen, also sozusagen Binnenflüchtlingen. Dakle, nije bilo i kritike da ste vi dosta kritični prema srpskoj realnosti, prema izbjeglicama. To je najbolnije, da vam kažem, to jeste bolno, nisu to samo izbjeglice sa Kosova, to je, znate, u Srbiji živi milion izbjeglica iz Hrvatske i Bosne, znate. Ja, das ist sehr schmerzhaft, das sind ja nicht nur die Flüchtlinge aus dem Kosovo, sondern es gibt insgesamt 1 Million Flüchtlinge aus, znate, to Kroatien, pogađa, Bosnien und pogađa izbjeglice, ali Bog me pogađa izbjeglice širom sveta. Und das trifft Flüchtlinge, aber das trifft Flüchtlinge auch weltweit. Da. Jer ovaj film ipak pripada nekoj muslim rečenoj širokoj poetici margine. Weil dieser Film gehört doch auch zu einer Poetik der Ränder oder der Marginalitäten. I oslanja se na tu neorealističku poetiku. Und lehnt sich an diese neorealistische Poetik. Je margine, tako da. Koje je moja osnova, to je nešto što ja mnogo volim, od Esike i Fellinija i... Und das ist so auch meine Herkunft, etwas, was ich sehr liebe von der Fellini über De Sica und so weiter. Darima, ist hier eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar wollte ich fragen, mir ist aufgefallen, dass die Quo, also im Kosovo, die kam immer irgendwie zu spät, kann ich mal so sagen. Also die Konflikte waren, also spielten sich halt ab und die Quo kam immer. Ja. Und die Quo ist damit da sagen? Zu verdienen, ja. Die sind da, Geld zu verdienen. Genau, das wollte ja. ich eben fragen. Also das ist die Antwort, ja. Um Liebe zu machen, um Geld zu verdienen. Also, da wollte ich nur wissen, ob sie halt und die deswegen gleichen... wir, also Serben und Albaner, wir müssen also, moramo da se suočimo jedan sa drugim i da... da oprostimo jedan drugim i da krenemo da živimo zajedno. Okay. Bitte, noch setzen Sie das, was Sie... Das Letzte. Das meiste haben Sie auf Deutsch gesagt, aber zuletzt hieß es, dass Albaner und Serben, dass sie sich lieben müssen. Ich wollte noch ganz kurz den Produzenten was fragen, weil ich gehe davon aus, dass Sie ein Deutscher sind. Ja, und, richtig. Ja, also jetzt nichts persönlich nehmen, ich wollte nur fragen, also ob Sie, weil ich komme aus dem Bereich der internationalen Beziehungen, also da studiere ich. Und jetzt wollte ich Sie fragen, also Ihre persönliche Meinung dazu, ob halt die ganze, sage ich mal so, Vorgeschichte und das Eingreifen in das Kosovo überhaupt notwendig war, Ihrer Meinung nach.
Oder, also wenn, genau, wenn genau, die Frage genau, zu schwer ist, müssen Sie die ja, und genau deswegen habe ich den Film gemacht, weil ich das genau. nicht beantworten werde, sondern beantwortet habe, weil die Frage für mich sozusagen gar nicht da ist. Also diese ganze, also ich habe ja vorhin schon gesagt, was der Hauptgrund war und ich finde, je weiter man wegkommt, ich hatte auch schon einen Film in Bosnien co-produziert, Grabevica, kann ich nicht aussprechen, Entschuldigung. Von daher, das ist wirklich ein Melting Pot und der Film gibt genau das wieder, was eigentlich mal anfangen muss. Ja, und deswegen ist es unterstützenswert. Und ich werde nicht sozusagen irgendwie politische Einordnung oder so Sachen betreiben, weil ich habe fast das Gefühl, dass das immer halt einfach auch ein bisschen dieses, dadurch, dass es aus dem Diskurs rausgerückt ist oder so, man hat da ein Fass aufgemacht und plötzlich weg. Und jetzt kommen wir da rein und wir wollten einfach eben nur das erzählen, was wir erzählt haben und werden immer wieder mit durch, müssen durch diese Menge durch von, und für mich ist es ein Film von sozusagen, was gibt man als Generation weiter? Darum geht es mir in dem Film. Man überträgt einfach genauso, es gibt einen Satz, der heißt, jede Schuld braucht 3 Generationen, bis sie gedenkt wird. Und deswegen habe ich den Film gemacht und nicht, um euch irgendwo da oder da einzunehmen. Gut, dann haben wir jetzt eine letzte Frage. Vorletzte und letzte. Also zwei, genau, noch zwei Fragen und dann. In my case, I will need to speak in English. I hope that's fine for everybody. I'm deeply touched with your movie. It's really, really very nice. And my question will be for the future, because this is the movie of great sadness, but it's also the movie of hope, but with a lot of dots on the way. So my question will be, this movie was made in 2004. Would it be possible in 2024 to meet these two boys and make another illusion or future? Yeah. What I will happen? I think these two boys would also have their own kids, you know. What I want to say, yeah, good question. You know, I don't know. I mean, you just gave us very good definition of my film, Sorrow and Hope. This is my personal feeling, you know, I'm this type of person, you know. And Eleni Karaindru, that's why I took the music from this lady, it's just reflecting these two, I would say, the most powerful human feelings, you know, power feeling of depression and hope, you know. And by the way, if you don't know, she's a composer of all films of Theo Angelopoulos, great Greek lady. So, this film is made, you know, not, it was made from my personal necessity. It's my childhood there, my Dostoevsky is there, you know, although I'm talking about serious issues, but it's a very personal film. So, you know, I try to reconstruct the idea of the childhood, of the first wound, or the, you know, and like a first love, you know, this platonic love, whatever it means, you know. And when you have in a background this political issue, we have two nations, then it's a moving film, you know. And just for your information, you know, it's not easy to make emotional film. It's easy when you have a genre film, you know, when you have a melodrama, you know. Melodrama, like definition, obstacle of love, you know. But when you have an author's film like this and you have the feelings and the emotions, it's very hard. So I'm not making my compliments to myself. I just want to tell you how it was hard for me to recreate the essence of the childhood. And the essence of childhood is always connected with the cry, with the wounds. And we all love our wounds, you know. We all remember our false, our wrong loves, how we were beaten by the parents. It happens in the Balkans. I don't know if it happens in Germany. So yeah, it's a film about the childhood, archetypes of childhood. Yeah. Last question. Yeah. Yeah.
Ich möchte gerne wissen, ob der Film auch im Kosovo oder auch in Albanien gezeigt werden wird. Frankly speaking, we were visiting all enclaves, Serbian enclaves in Kosovo. Some Albanian film critics saw the film in so-called bigger enclaves like Gračanica. I was not invited. I have Albanian actor who had some problems playing in this type of film. He complained me, you know, but we didn't want to make this issue because we didn't want to mix politics with the film. So I'm not blaming anybody, but somehow it's confusing for them, you know, because it's a film given from the Serbian perspective, whatever it means, you know, but produced by the German producer, you know. And also by Euroimage, you know, so it's a European project, you know. That's why I think it takes time. I would like to present the film because we are not blaming nobody, you know. And of course, the biggest character is the Albanian boy, you know. He has the drama. Oh, boy doesn't have a drama. His father loves him on the end. But the Albanian boy doesn't have a father, you know. That's why he's a... the real protagonist of the film. I hope there is a future. The film will have a long life, and there will be a possibility to screen the film for the Albanian audience. Yeah. So, okay. Ultima pregunta. Gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss und draußen ist ja bestimmt noch Gelegenheit für ein Schwätzchen. Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dem Regisseur. Als letztes Wort, ich habe das natürlich jetzt hier alles nicht aus Eigennutz getan, habe ich das aus Eigennutz getan, nur damit ich Sie auch hinweisen kann auf Go East, das am 20. April anfängt, das Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films, wo Herr Radovanovic auch schon eingeladen war mit anderen Filmen. Bitte besuchen Sie uns, Sie sind herzlich eingeladen. Danke für Ihr Mitmachen, Diskutieren.